Damit herzlich willkommen zurück zu unserem Rollercoaster Tycoon 3 Let's Play. Und zwar zum Finale. Mein Name ist Project KLP und... Der Franz-Mann-Hans. Und... Paper-Style 1. Jo. Wir machen dabei, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar Inselparadies. Sie haben einen langen Weg hinter sich. Nun kommt für Sie die ultimative Herausforderung. Verbessern Sie das Paradies. Eine Prise Achterbahnmanie ist nötig, um so viele Besucher wie möglich in dieses Wüstenjuwel zu bekommen. Eine große Herausforderung, dessen können Sie sich sicher sein. Aber wenn Sie es schaffen, haben Sie das Rollercoaster Tycoon Register Trademark Nirvana erreicht. Nein. Ja, schwingen wir uns doch gleich mal rein. Ich bin gerade dabei, eine... Würde ich mal sagen. Franz? Ja? Franz, mal wieder. Mach dein Mikro vielleicht aus. Ja, ich mache jetzt aber gerade die Werbung. Okay, Parkbewertung 600 aufrecht erhalten für 2 Monate. Besucher im Park 200. Oh. Besucher im Park 450 und Darlehen. Ich traue mich gar nicht hinzugucken. 8000, ja, geht ja noch. Besucher im Park 700, Mindesterregung 7, 2 Bahnen. Ja, leck mich doch. Was haben wir denn hier für eine Mindesterregung? 3,5. Das ist ja gar nichts hier. Alter, 5,50 Euro für eine Achterbahnfahrt. Schnäppchen. Na gut. Paradise Twister sieht mir zu extrem aus. Ja, wer sagt denn das? Hier sind 0 Besucher im Park. Wie geht das? Rollercoaster-Logik, oder? Klar. Ich sag ja nur, wenn du eine Achterbahn baust und so übelst in die Kurve ziehst, dann steht da zum Teil dran 21G oder sowas. Das ist richtig krank. Ja, das ist Rollercoaster-Logik. Das ist vor allem, welcher Menschenkörper macht 21G mit? Die Dummies in RCT. Nicht mal die, Mann. Alter! Alter, ich nehme hier ein Let's Play auf, Franz. Fällt der da ein Baum oder was? Ich glaub's nicht, ey. Franz, in was meinem machst du eigentlich? Was weiß ich, was er da macht in meinem Let's Play? Ich glaube es hackt, ey. Ja, ich will die Kommentare dazu sehen. Nee, der Part hier wird sowieso erst in 3 Tagen online kommen. Alles schon ausgerechnet. Das ist übrigens, Leute, für alle, die es immer noch nicht begriffen haben, das vorerstige Finale von Rollercoaster. Ob ich die Add-ons machen werde, also Socket und Wild, ist, ja, steht noch in den Sternen, würde ich mal sagen. Ja. Oh, Passi, stell mal vor, du hast so einen richtig fetten Pickel am Rücken. Und du lässt dich so aufs Bett fallen, dann platzt der Rücken auf oder der Pickel am Rücken. Alter, auf was für Gedanken kommst du eigentlich während einem Let's Play? Ja, ich weiß, hier sind immer so meine pervers kranken Gedanken. Die hat normalerweise Franz immer. Naja. Im letzten Part reden wir von irgendwelchen Kindern, die keine Ahnung was, so geschlagen wirst von denen, wenn du erwischt wirst beim Bonbons klauen. Und jetzt kommst du mit Pickel auf dem Rücken. Der aufplatzt, wenn man drauf fällt. Was für Gedanken kommst du eigentlich? Auf erotisch, geile Gedanken. Sorry. Franz ist überhaupt nicht mal anwesend. Der ist doch nie anwesend. Der ist wahrscheinlich zu verpennt, um anwesend zu sein. Gut, bauen wir noch eine eigene Holzachterbahn dazu. Muss ja irgendwie die Kohle wieder reinkommen, die der Vorbesitzer hier ausgegeben hat. Und der Vorbesitzer war nicht ich, damit das hier schon mal klar ist. Ja, WTF. WTF, wie soll denn das funzen, sag's mir bitte. Ja, WTF. Was hat er denn hier für Probleme? Das geht... Hilfe. Das geht doch eigentlich, Gottverdammt. Ey, was haben die da eigentlich bei uns im Gummi gemacht, ey? Hast du es gesehen? Ja.
Du meinst doch jetzt abreißen. Endlich, ey. Ich hätte fast eine Party gefeiert heute nach der Schule, ey. Ich bin froh, dass das Ding endlich wegkommt. Du etwa nicht? Na klar. Ja. Mann, ist das Spiel gerade wieder lustig. Okay, das Spiel macht mir Angst. Okay, jetzt macht mir das Spiel definitiv Angst. Oh mein. Okay, das klappt. Das klappt 100 pro nicht. Ich kann ja mal hier mal. So, machen wir hier mal Liftkettengeschwindigkeit ganz hoch. Geringe Reibung. Ich kann ja mal so einen Testlauf nebenher laufen lassen. Und trotzdem noch bauen. Geht ja alles heutzutage. Warum ist Francisco immer ab West End? Alter, lass es. Lass es! Nicht im Let's Play! Spaß, Mann. Bei sowas werde ich richtig aggro, also vor allem wenn man das in meinem Let's Play bringt. Das sage ich dir. Weil das kann ich gar nicht leiden. Da habe ich Franz schon mal fast richtig zusammengeschissen. So, was hat der gemacht? Ich weiß es nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall auch schon mal einen ziemlich Anschiss bekommen von mir. Weil ich kann sowas gar nicht leiden, wenn man das in meinem Let's Play bringt. Ja, WTF. Ach, Leute, dieses Achterbahnbauen, dieses ständige Achterbahnbauen. Ich kann diese Teufelskreationen nicht mehr sehen. Schweigen der Lämmer. Oh, wow, wow, das könnte knapp werden. Nee, das schafft er nicht. Schafft er nicht. Was habe ich gesagt? Oh, Mann, Mann. Machst halt hier noch eine Schleife rein. Oder auch nicht. Wo bist du, mein Sohn in Licht? Kennst du es? Nee. Ich weiß gerade noch nicht, wie es heißt. Heißt es zufällig, wo bist du, mein Sohn in Licht? Nein. Irgendwie ja nicht. So, kannst du hier mal wieder eine Schläfe machen? So. Okay. Okay. Das könnte jetzt. Ja, doch, das ist jetzt natürlich sehr unpassend, damit dass das Spiel jetzt hier gerade ein bisschen am Rumspaxen ist. Nein. So. Dann kommt hier hinten der Eingang. Und dort bitte der Ausgang. So, zwei Züge aller. Oh, könnte ich hier noch längere? Ja. Okay, machen wir hier mal ganz schnell wieder Money. Money in a rich man's world. Oh. Wie heißt denn das Lied? So. Testfahrt. Moment mal. Da wollen wir mitfahren. So. Endlich ist die Achterbahn hier fertiggestellt. Und ich wette, sie wird die Testanforderungen nicht erfüllen.
Ohoho! Ganz knapp durch ein Looping. Der Zug, ey, kommt hier ganz knapp durch ein Looping, bleibt fast stehen. Meine Berechnung mal wieder, oder? Tja, die kennen wir ja alle. Naja. Jetzt bitte. Ah, 5,80. Nee, sorry, aber. Dadurch kriegen wir nicht genug Geld. Nee, muss ich abreißen, sorry. Zack. Kriegen wir einfach nicht genug Geld rein. Ach, dieser Park, ey, das wird wieder was. Ich sehe es jetzt schon kommen, wie ich wieder am Heulen bin. irgendwas hier. Linearmotor Achterbahn. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was brauchen wir hier nochmal für Ziele? 7,7. Das kriegt man doch hier mit den scheiß vorgefertigten Bahnen ja nicht hin. Ja toll mit der, aber so viel Geld haben wir nicht. Nö, so viel Geld haben wir nicht. Ich glaube, es hackt. Es hackt. Alter, warum sind die alle so teuer? So viel Geld habe ich nicht. Sieben. Also für den Namen Flugizid gehören die Leute ja eigentlich schon geschlagen, die die Achterbahn hier konstruiert haben. Ich meine, Flugizid könnte irgendwie keine Anspielung sein auf etwas, das sich Menschen selbst antun können, oder? Schon. Boah, kannst bitte Tag... Toll, kaum noch Geld. Hier. Perfekt. Ach, Leute. Das kann doch nichts werden mit dem Park. So, brauchen wir noch einen Mechaniker oder wie? Natürlich. Ein Mechaniker und ein Putzteufel, so. Ja, der Mechaniker ist natürlich total traurig. Ist ja immer so in meinem Park. So. Und hier oben sagen die Leute wahrscheinlich, so viel zahle ich nicht. Habe ich recht? Nö, denken gar nichts. Na gut, ich muss hier den Preis sowieso ein bisschen runter. Okay. Wir wurden mit einer kleinen Geldmenge belohnt, das heißt im Spiel 1000. Gut. Darlehen zurückzahlen. Könnte schwer werden, wenn wir kaum Geld machen. Besucher im Park 450, ja gut, das könnte man hinbekommen. Oh, ich bezahle nicht so viel. Na gut, dann machen wir hier so. Gut, das hätten wir. Ja. Ah, wir sollen mehr Getränke... das Spiel ist mal wieder lustig hoch 10. Wir sollen mehr Getränkestände aufstellen. Obwohl wir nicht mal Getränkestände oder sowas zur Auswahl haben, ja. Wo ist der Sinn? Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Hallo, ich brauche 225. Ja, du sollst hochgehen, nicht runtergehen. Warum geht die Geldmenge runter und nicht hoch? Ich glaub's nicht. Hallo. Würdest du bitte mal hochgehen, liebe Geldmenge? I need money, money. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ca. 10.000 Euro habe. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich zahle jetzt hier die Zinsen zurück. Hätten wir das jetzt schon mal. Können wir hier auch wieder Zinsen aufnehmen. So. Haben wir die Aufgabe erfüllt? Ja, haben wir. Es fehlen nur noch die 450 Parkbesucher. Am besten bauen wir jetzt erstmal eine Bahn, ey. Ist mir jetzt
Scheißegal, Alter. So, Linearmotor-Achterbahn haben wir hier nicht einen über 7,0. Ich guck mir jetzt alle Bahnen hier zum zweiten Mal an und ich weiß immer noch nicht, welche über 7,0 war. Ja, die ist zu teuer. Viel zu teuer. Leck mich doch. Ja, komm schon, ey. 30.000, so viel Geld habe ich nicht. Ich werde den Park wohl nie zu Ende bekommen. Jetzt holla die Waldfee. Holla die Bergfee. Das war jetzt ein Insiderwitz. Oder? Schlecht. Das war ein Insider. Oh Gott. So. Ja, WTF, was macht denn das Spiel da schon wieder? Ich glaub's nicht. So. Machen wir hier mal fette 4 Euro verlangen, ey. So. Weißt du, ich verlange erstmal 5 Euro Parkeintritt und dann verlange ich auch noch für die Bahn Geld. Ich bin doch so geldgeil, gell? Klar. So. Geldgeiler, Mann. Ich bezahle nicht so viel für Zeit-Twister, okay. Ups. Das ist immer noch zu teuer. So, besser. So. 6,96. Wir müssen es über 7 bringen. Das heißt, ich mache einfach wieder den Billigtrick und setze hier einfach Bäume an die Strecke. Ich weiß... Ja, beim letzten Szenario hat es jedenfalls geklappt, wenn ihr oder was ist. Entschuldigung, das? Leute, dass ich kurz weg musste. Mein Vater hat angefangen, die Türen abzuschleifen. Ach so. So, also ihr seht schon, und plötzlich geht die Bewertung wieder hoch, weil ich hier Bäume hinstelle an die Strecke. Ey, Franze. Ja? Stimmt es, was Nikolas erzählt hat? Hey, keine Namen nennen, keine Namen das nennen. Das nimmt's immer noch auf. Nein! Ich dachte, du machst eine Pause. Ja, ich schreibe halt kurz das Skype-Ding rein. Na, sag einfach, stimmt das, dass N... gesagt, was er gesagt hat, dass du hier irgendwie dein Mofa mit stimmt Zinsen es, zurückzahlen musst. Fertig. Ja, was stimmt es, dass N... gesagt, oder dass du es gesagt hättest, dass du dein Mofa irgendwie wieder mit Raten zurückzahlen müsstest, irgendwie so? Ja, natürlich. Echt jetzt? Alter, natürlich, ich glaub's entweder, das ist ein Geschenk, das kannst du vergessen. Seine Oma ist eine KGB-Oma, Mann. Du denkst doch nicht, dass du von seiner Oma irgendwas geschenkt bekommst. Halt, jetzt nicht schlecht über meine Oma. Nein. Meine Oma ist klasse. Meine ja, Oma deine Oma ist cool, Beste, das stimmt, ey. Deine Oma ist richtig cool, das stimmt. Allein schon meine Oma hat 55 Jahre lang nichts anderes gemacht, als Rechnungen zu machen. Da kannst du nicht erwarten, dass sie auf einmal was gratis verschenkt. Das kannst du nicht sagen. Ich weiß. Es ist so, als würdest du 50 Jahre lang nur Hotdogs essen und auf einmal sollst du einen Hummer essen. Das geht nicht. Franz. Das schmeckt. Ich weiß, ja? Ich finde deine Oma ja cool. Danke. Allein schon, wie sie mit den Ökos redet, ist einfach nur klasse. Weißt du, was das Geilste ist? Weißt du noch, als da bei uns in Stuttgart oder halt in Deutschland, da der eine Type von Zug gesprungen ist? Ja. Das war ungefähr vor ein paar Wochen. Keiner wusste was. Meine Oma wusste natürlich mal wieder alles. Ist ja klar, deine Oma, die weiß einfach alles. Sie hat's drauf, Mann. Deine Oma hat Style. Ja? Sie hat Style und das Geld. Die macht alle fertig. So. Was ist das für ein komisches Störgeräusch im Hintergrund? Keine Ahnung. Was? 0,9... What the fuh? What the fuh? Rollercoaster, was laberst du? Was laberst du? What the fuh? Ach ja, Leute.
Der Park. So eine Herausforderung für sich, muss man ja mal so sagen. Gut, scheinbar will niemand mehr mitfahren, deshalb lösche ich ihn jetzt einfach mal. So, die Bahn hier, so. Dann... Zack, weg damit. Brauche ich mal Platz hier für eine neue. Oh, 13.000 könnten wir uns nicht leisten. Ah. 13.000. Wisst ihr was, Leute? Wir sehen uns gleich wieder. So, das ging jetzt überraschend schnell mit dem Geld. Ich habe keine Ahnung warum. Ich kann sogar Schulden zurückzahlen. Hab mich sehr verwundert. Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, wo stelle ich diese Achterbahn hin? Und vor allem wie? Ist hier hinten denn noch überhaupt irgendwie Platz? Nee, das wird zu teuer. Nein, es ist hier kein Platz mehr für die Achterbahn, oder was? Ich krieg einen Tick, ey. Ja, ja, ja. Alter. So. Ich war doch gerade eben das Ding blau. Verarsch mich doch nicht. So. Kann ich die Achterbahn hier denn überhaupt irgendwie platzieren? Ah, da warst du gerade. Na gut, besser als gar nicht. So. Wie mache ich das jetzt mit dem Weg? Wir haben kaum noch Money. Ja. Das könnte jetzt natürlich ein Problem werden. Ja, Hilfe, ich sehe nichts mehr. Das ist doch wirklich... Dieses Szenario ist mit Abstand der größte Horror, den ich jemals gemacht habe. Wirklich. Ja, ja. So, jetzt darunter, einfach nur darunter. So, Dankeschön. Gut, was sind eigentlich die Ziele? Besuch am Park 450. Oh, gut, nehmen wir erstmal hier wieder Zinsen auf. Gut, noch da? Jo. Ich glaube, das wird auch wieder ein etwas längerer Park. So. Nationale Zeitung, Paradise Twister, 6 Wochen. So. Ja, wie soll ich denn bitte Getränke hier Stände platzieren, wenn ich keine mehr habe? Und passe, ich glaube, du atmest ins Mikro. Oh. Boah, dieses Spiel ist so lustig. Ich soll Getränke Stände platzieren, wenn ich nicht mal welche besitze. Das Spiel soll mir Getränkestände gehen, dann platziere ich auch welche.
Paradise Twist, 10 Minuten so. Ja gut, 429 Besucher haben wir ja schon mal. Eieieiei. Das ist auch so ein Park, ey. Das hier sind so meine Hassparks irgendwie. Die Leute kommen hier übrigens mit den Booten an, wie man gleich sehr schön sehen wird. Die spawnen hier einfach im Wasser. Glaube ich. Oder doch da drin. Ach nee, die spawnen doch da drin. So, jetzt kommt das Tycoon-Level. Und Forschungsforderungen haben wir bekommen. Was, in einer Woche kommt ein VIP? What the fu? Clint Baschen. Ach nö. Er möchte schon wieder seine Mixmaster-Show besuchen. Ey, ich glaub's nicht. Besucher am Park 700. Es werden immer mehr. Okay, Clint Baschen möchte eine Mixmaster-Show sehen. Deshalb laden wir wieder die Stratosphäre-Dingenskirchen. So, hierhin. Start sie bitte da, so. So. Okay. 700 Besucher, ey. Wie soll ich denn das hinbekommen? Selbst die 450 hier waren jetzt schon sehr knapp. Oh, ein VIP ist angekommen. Na, wo bleibt er denn? Da kommt da schon der Clint. Clinty Basten. Ja. Das hat man gerade voll im Let's Play gehört, Leute. Ist nicht Skype, also wenn ihr denkt. Ah nee, wir haben keine Skype, Eddie. Und irgendjemand schreibt jetzt. Franz? Ja, ich glaube. Was ist? Nee, nur immer dieses ganze. Na egal. Die Tute. Könnt ihr erstmal aufhören, da dauernd zu schreiben? Gott verdammt, das nervt im Let's Play. So, die Mixmaster Show fängt gleich an. Nein, Spaß. So, Clint, du kommst jetzt hierher. Du schaust jetzt die scheiß Show an. So, und dann kannst du von mir wieder heimgehen. Dann ist es mir scheißegal, was mit dir ist. So. Was diese Vorstellung kostet, das kostet mich deinen Job, wenn du jetzt nicht gleich heimgehst. So. 539 Besucher. Starte ich gleich nochmal eine Werbekampagne. Und zwar Schülerzeitung, Phoenix Twister, Nationale Zeitung, Zeit Twister. So. Ich hoffe, dass unser Clinty da noch gleich heimgeht. So, 600 Besucher haben wir. Komm, den Park mache ich heute jetzt noch in der Folge zu Ende. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Dann habe ich erstmal wieder Aufnahmestoff. Neuerfindung, Parallelsaurus, 45 Grad. Aha. Gut, Clinty. Wo rennt schon hin? Ah, es geht die Besucherzahl hier wieder runter. Ich krieg's nicht auf die Kette, ey. Komm, lass es lieber. Was? Was ist? Ja, Passi? Ja. Leute. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da war ich nur noch allein. Ja, da ist wohl irgendwas bei denen mit der Internetverbindung, ich weiß es nicht. Meine Internetverbindung ist auf jeden Fall noch okay, das heißt, an mir liegt es ausnahmsweise mal nicht. So. Bambus Shield.
So, ist mir jetzt scheißegal. Ich versuche den Trick jetzt hier einfach nochmal kein Zutritt. Denn das soll hier gefälligst zu bleiben. So, 589. 90. Ah, warum hauen die denn alle ab, ey? Ich muss quasi gerade mein ganzes Geld, Leute, für die hier für die Publikation ausgeben. Und da klingt gerade das Handy bei uns. So. Nicht Handy, was laber ich denn? Ja, ja. Upsala. Ja. Schubdidu. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich denke mal, wir machen hier die letzten zwei Ziele in der nächsten Folge zu Ende. Ich verabschiede mich hier von euch. Wir speichern hier das Spiel einmal zwischen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Project KIP, Paperstyle 1 und The Franz 931. Tschüss.